Segen des Talos. Andere Segen entfernt. Okay. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Sehr unauffällig, dieser Typ. Nicht. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Fremde. Ja, ich hab geklaut. Blutig genug für euch, Fremdling? Was? Wie bitte? Ja? Markart, ist das blutig genug für euch? Nee. Je blutiger, desto besser. Das ist genau die Antwort, die ich brauche. Dann habt ihr euer Zuhause gefunden. Durch ja? Markart fließen Blut und Silber. Awesome. Willkommen. Hi. Was meint ihr mit Blut und Silber? Der Name der mächtigsten Familie in Markart sagt alles. Silberblut oder so. Silberblut. Ja, ich hab's voll drauf. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Okay. Ihr lebt in Markrath? Nein. Ich wohne in einem schönen Haus in Einsamkeit. Wo die Luft nicht vom Rauch der Silberschmelzöfen verpestet ist und meinen mit goldenem Haar meinen Schild polieren. Obergeil. Ihr versteht, was ich meine. Ja, check ich, Schild polieren. Ich bin hier, seit ich die Bardenakademie verlassen habe. Oh, eine Bardenakademie. Das soll singen, oder was? Mit verdient man mehr als mit einer verdammten Laute. Das ist richtig. Die Silberblutfamilie bezahlt mich. Lässt mich ein paar Schädel spalten und hält mir die Wachen vom Leib. Mehr brauche ich nicht. Hört sich vernünftig an. Ich suche nach Arbeit. Ihr solltet mit dem Jarl reden. Jippa. Man kann sich immer ein bisschen was verdienen, indem man Abgeschworene in den Bergen tötet. Ja, wenn es euch egal ist, gegen einen Haufen Daedra anbetender Wilder, die die dunklen Künste praktizieren, im Axtkampf anzutreten. Nur zu. Bin eher nicht so der Axtkämpfer, allerdings könnte ich den trotzdem den Schädel spalten. So weit, so gut. Schatzkammer, da waren wir. Haben wir jetzt hier nicht nochmal so ein... Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Nein, was willst du von mir, du Spacko? Nein, habe ich nicht. Offenbar hat das niemand in der Stadt. Richtig, jetzt verpiss dich. Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Was kann das? Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale. Ja, 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 komm. Bla, bla, bla. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Tut mir leid. Ja, er braucht Hilfe. Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Ja, ich komm, ich helfe dir. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Ja, Daedra sind wichtig. Man weiß nie, was einen erwartet. Feuer. Gucken wir mal, was da so abgeht. Frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Und ja, aber natürlich. Ich mach erstmal die Schränke leer. Aber die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Ich habe auch keinen gesehen. Moment, habt ihr das gehört? Ich habe nichts gehört. Ich glaube, das kam von da hinten. Truhe. Gold. Warte mal. Das ist das. Etwas ist hier im Haus. Ja, entspann dich mal. Ich muss ja erstmal ein bisschen gucken, was hier so ist. Und so ein bisschen, ja, ja, komm. Ist ein bisschen komisch. Ja, wo ist der Typ hin? Ja, Heiltrank. Kommt raus! Wir wissen, dass ihr da drinnen seid! Boah, entspann dich mal, Keule. Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Schlüssel erforderlich. Stendars Gnade. Das ist kein gewöhnlicher. Was war das? Schwach. Er ist schwach. Wer ist schwach? Ich und oder was? Er stark. Zermalmt ihn. Los, gehen wir. Schlüssel erforderlich. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich aber hart geschmiert. Ihr werdet töten. Ihr werdet töten. Oder ihr werdet stark. Schauen wir doch mal. Ich kann.
er uns? Was hat er? So, jetzt aber gut. Eure Belohnung wartet auf euch, Sterbliche. Yep. Weiter unten. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Weiter unten. Mann, hat der jetzt hier ein Chaos angerichtet. Da ist der Typ, den können wir jetzt looten. Ein Gold. Ja, hier das Kettchen dann immer mit. Ja, das ist leicht und wertvoll. Ja, das nehmen wir mit. Eine Robe, auch nicht schlecht. Wiederherstellungszauberkosten und bla bla weniger Magik. Das ist nicht schlecht, das Ding. Das nehmen wir erstmal mit. Die Kappe steigert Magik um 40. Nehmen wir auch mit. Silberring, nehmen wir auch mit. Ja. Das gucken wir aber erstmal hier. Objekte. Bekleidung. Helm. Wiederherstellung, weniger Magik, ja. Das, ja. Ausdauer. Steigert Magik um 40. Ist ja eigentlich gar nicht mehr so verkehrt hier, der Krempel. Zerstörung. Ja, wobei, ich bin ja eher so Zerstörung, deswegen macht das schon mehr Sinn, das so beizubehalten. Ja, komm. Behalten wir erstmal so bei. Was geht jetzt hier unten? Hier rein, ne? Wunderbar. Es geht weiter. Ja. Weiter. Tiefer in die Eingeweide. Schön. Ich sehe nichts. Es ist ziemlich dunkel hier. Also komisch. Ach, da ist ein Tunnel. Hervorragend. Das war knapp. Was war knapp? Euer Preis wartet auf euch. Ja, gib mir meinen Preis. Rostiger Streitkolben. Ist jetzt Benutzeraltar. Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Ja. Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Das ist ein Altar. Ja, ein Altar. Hier wurden die Jämmerlichen mir zu Ehren geopfert und die Schwachen von den Starken bestraft. Aber auch ein Deldra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Wollt ihr Rache? Rache? Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Okay. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Ja. Altar benutzen. Geht nicht. Was mache ich jetzt? Rausgehen oder was? Dumm, 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 dumm. Ist das richtig verstanden? Ich muss einfach nichts machen, okay? Oder wie? Oder was? Ja, irgendwie sowas. Und wieder raus. Was soll ich tun?
Niemals das Haus verlassen? Yep. Wollt ihr das ändern? Almosen. Ihr macht den Scheiß. Almosen. Ihr da, hübsche Dame. Braucht ihr frisches Fleisch für eure Familie? Schaut euch das Blut aus diesem Schnitt an. Was kann ich für euch tun? Es ist abscheulich. Wir streiten uns doch nicht. Warum hole ich euch nicht was? Was ist denn los? Ihr müsst euch das Blut genau ansehen, um die Fleischqualität zu erkennen. Genau. Woher solltet ihr sonst wissen, dass es frisch ist? Aus dieser Entfernung muss ich nicht wissen, ob er frisch ist. Mhm. Ihr braucht etwas? Wie wär's mit einem 17? Moment, sagen wir zwei 17. Sucht ihr ein Geschenk für eine Freundin? Ah, jetzt kommen wir wieder handeln. Ich habe wunderbaren Schmuck. Ja. Ich vertick dir aber erstmal den ganzen Bullshit hier, nämlich das Ding. Hier nämlich, boah, ist die Arme. Kommt vorbei, falls ihr einmal... Habt ihr es wieder auf mich abgesehen, Nordlästermaul? Hm. Habt ihr es satt, dass die zimperlichen Adligen euer vergammeltes Wildfleisch nicht wollen? Tja, dann würde ich euch erstmal sagen, ist jetzt Ende im Gelände und ja, wird die Tage weitergehen. Bis dahin viel Spaß beim Gucken und bis dann, see ya.